Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ihr seht's, ich bin fertig. Und ich freue mich so mega. Wundert euch nicht wegen dem Ton, es hat noch einen leichten Hall. Ich bin jetzt nicht ganz fertig geworden, weil meine Schaumstoffmatten alle in der Borstel geblieben sind. Die kommen leider erst nächste Woche. Deswegen, wir müssen jetzt 2 Folgen mit dem Hall ein wenig drehen, bevor ich halt hier meine Decke bzw. die Wand da hinter der Kamera komplett verkleiden kann. Aber das Wichtigste ist, ich habe jetzt einen separaten Tisch hier vorne stehen. Da ist jetzt auch das Mikrofon drauf befestigt, damit hier dieses Gebumme auf dem Tisch nicht mehr die ganze Zeit ins Mikrofon geht. Ja, jetzt hat es den Schall über den Tisch, im Boden. Und wenn es dann unglücklich läuft, kommt es da drüben nochmal an. Dann werde ich aber dementsprechend nochmal was unternehmen. Gut, ich habe gesagt, wir machen jetzt was Kleines für heute. Und da habe ich was schon länger liegen. Einmal Kader. Mal gucken. Der Motor, da ist der Motor. Hier ist der Motor. Irgendwo. Da ist der Mikromotor. Und zwar, weil ich das hier gespannt. Ich muss immer wieder mal auf das Bild gucken. Nicht wundern. Ich bin auch noch nicht ganz zufrieden mit den Einstellungen, so wie sie aktuell sind. Akkubox liegt, glaube ich, unten noch in meiner großen Rollenkiste, weil das Paket kam ja schon vor einiger Zeit an. Und ja, ich muss jetzt so Step by Step mal alles abarbeiten, was da noch aufhört. Dann haben wir jetzt eine Karte hier drin. App registrieren, irgendwas auf Chinesisch. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall eine kleine separate Anleitung dazu. Wir haben jetzt hier wieder eine feste Fernbedienung. Hier fliegt schon ein Zahnrad mittendrin herum. Außerhalb der Tüten, die Tüten sind alle wieder im Schritt 1 bis 3 markiert. Wir haben jetzt hier diesen kleinen Panzer, der auch in Kooperation mit einem Designer steckt, mit dem Schimanski oder wie er sich schimpft. T34 sind 722 Steine. Auch hier müssen wir jetzt mal drüber gucken. Schauen wir mal schnell drauf. Jo, das geht eigentlich relativ flott. Wir haben Tüte 1 und alles wieder so, wie wir das brauchen und kennen. Ich muss die richtigen Positionen erst finden, damit das alles nicht blendet. Daher nicht wundern. Auch hier die Längenangaben sind zum größten Teil drin, was die Achsen angeht. Und ich denke mal, da werden wir flott vorankommen, schnell geklemmt haben. Ketten sind die kleinen dabei. Aber das Wichtigste und das Interessante wird ja der Mikromotor sein. Ja, das ist dieser kleine, schnuggelige hier. Man kennt das von Lego. Lego hat ja auch so einen kleinen gehabt. Da sind wir mal ganz gespannt darauf, wie der funktioniert und wo der zum Einsatz kommt. Ja. Jo. Ich würde sagen, ich mache jetzt nach jedem Schritt einen Step kurz, dass wir mal reinschauen können, wie weit kommt man in den einzelnen Schritten. Und dann am Ende gucken wir uns alles komplett an und ein Review und dann fahren wir es auf dem Tisch mal rund. Ihr seht es, wir haben jetzt auch mehr Platz auf dem Tisch. Das heißt, wir können jetzt hier auf dem Tisch mal ordentlich fahren lassen. Im Gegensatz zu vorher kann ich jetzt meinen ganzen Bautisch, den ich vorher hatte, komplett nutzen. Was richtig, richtig geil ist. Ich freue mich da mega drauf. Das ist jetzt hier alles flupp. Ich meine, da vorne in die Ecke ist noch ein bisschen vorgestellt. Da drüben steht jetzt der Laptop auf der Ecke. Ja, so kleine Änderungen kommen noch. Aber das betrifft dann mehr so hinter der Kamera, nicht im Sichtbereich. Ich hoffe, euch gefällt das neue Bild, was ihr habt. Und ich freue mich selber sehr darüber. Mir macht das Spaß, dass ich das sehen kann. Vor allem, dass hier neben die Autos an der Wand hängen und hier oben hängt auch noch einer im Regal. Für euch, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Gut, ich freue mich wie ein Schneekönig. Mir geht es auch momentan relativ gut dadurch. Ich werde jetzt losstarten und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, beziehungsweise wo uns die Reise hinführt bei dem Teil. Bis gleich. Wir sind mittendrin. Abschnitt 1. Nicht wundern, ich habe jetzt hier neben die Akkubox mal aufgebaut und auseinandergenommen, weil die will nicht laden. Also bin ich der Sache erstmal auf den Grund gegangen, was da jetzt kaputt ist. Ich habe jetzt aber eine Box vom Mundking reingemacht. Ich mag die sowieso viel lieber. Und ich weiß nicht, was die von einem wollen.
Ganz ehrlich, wir sollen das Kabel für den Mikromotor, der steckt übrigens jetzt hier drin, erstens einen Weg schaffen. Jetzt sollten wir uns da hinten reinlegen und dann soll man noch Sachen dahinter packen und das irgendwie da fixieren und festklemmen. Idiot, ehrlich. Was René schon das letzte Mal gesagt hat, die Klemmkraft, die ist unter aller Sau. Also wirklich, ich habe noch nie so schlecht geklemmt. Also vom Baustil her, okay, gut. Mit manchen Sachen muss man sich erst abfinden und da muss man sich auch erst zurechtfrickeln bei. Und dann das ist nicht so einfach. Aber die Teilequalität, die ist so schlecht. Das ist das, wenn man versucht, so zu sein wie Lego und es nicht auf die Kette bringt. Ihr seht ihr jetzt auch hier, es ist bunt. Das ist nur das Gewerke aus Dänemark. Mehr nicht. Wirklich. Das ist die, die das vorsetzen und das als Vorlage immer nehmen. Und ja, man muss ja hier die Fanboys kaschen, damit dass man das vernünftig bauen kann und etc. Ätzend. Wirklich ätzend. Ja. Gut, ich komme jetzt zu Abschnitt B, das ist die Wanne. Ausprobiert habe ich jetzt noch nichts. Habe ich mich hier bisher noch geweigert, weil, warum? Wirklich, also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eher Lust, das Ding an die Wand zu klatschen als alles andere, als das Ding fertig zu klemmen. Zumal hier auch noch dauernd die Gummis abgehen. Also schön klemmen ist wirklich was anderes. Also das habe ich echt nicht so erwartet. Ich habe schon lange ewig keinen Kader mehr geklemmt und mir graust davor, dass ich da unten in so ein 3000-Teile-Monster stehen habe. Wirklich. Aber es ist jetzt zum Glück nicht meins. Das baue ich auseinander, das baue ich auf, zeige es euch, baue es euch auseinander und schicke es wieder weg. Ob es dann nochmal aufgebaut werden kann, weiß ich nicht. Das sehen wir dann. Vielleicht baue ich es, schicke ich es auch gleich aufgebaut weg. Das ist einfach. Ja, gut. Wie gesagt, ich mache jetzt weiter mit Abschnitt B, Abschnitt 2. Wie ihr das nennen wollt, schimpfen wollt, ist mir egal. Dann geht es weiter. Abschnitt 2, fertig. Aber ich werde kein Freund mit dem Ding. Wirklich nicht. Also, ihr sollt hier die Kabel verlegen auf eine völlig irrationale Art und Weise. Okay, gut. Es mag gut durchdacht sein, wie man die Kabel verlegen soll. Aber die sind 3 Kilometer zu lang. Warum? Hier hängt überall Kabel raus. Hier, die sollen eigentlich nur in einer Schleife. Die sollen hier. Ganz geil, ne? Ihr sollt. Jetzt lass mich jetzt mal blättern. Wenn ihr die Kabel verlegt, das ist hier in dem Schritt. Hier, da wo wir die Kabel verlegen. Bei Ebro jetzt hier. Ja, hier. Da sollt ihr die Kabel einfach gerade durchziehen. Wenn ihr die Kabel jetzt verlegt, ne? Dann zieht ihr die von hier hinten, vom Motor. Nach hier vorne, nach hinten, nach vorne. Damit die überhaupt irgendwo Luft haben, weil das sind 3 Kilometer zu lang. Also. Ich habe mich eben schon tierisch drüber aufgeregt. Es kann auch sein, dass es daran liegt, dass hier die ganze Zeit Rammstein läuft. Aber ich bezweifle, dass es auch funktioniert. Wirklich. Ich meine, so an sich sieht er gut aus. Wenn diese blöde Klemmkraft vor den Steinen nicht mehr, ich meine, halten tut's. Ja, das will ich auch gar nicht bestreiten, dass das nicht hält, aber der Weg dahin. Erbärmlich. Nee, das ist echt traurig. Das ist furchtbar. Aber naja, gut. Ich würde sagen, ich klemme jetzt den letzten Abschnitt fertig und dann gucken wir uns das ganze Teil komplett an und auch schauen wir mal, wie das fährt. Ich meine, das ist Hut ab. Vor so einer kleinen Gerätschaft mit Motoren drin, das schafft nicht jeder, das muss ich sagen. Aber mit einem anderen Hersteller, mit anderen Steinen, wäre es deutlich besser. Vor allen Dingen, da müsste man auch überlegen, schon vorher beim Bauen, beziehungsweise beim Herstellen, dass ich hier Platz habe dafür, dass ich dann auch nicht so lange Kabel habe oder dass die Kabel irgendwo verschwinden können. Das ist nicht so. Ich weiß, man will das möglichst einheitlich haben, aber ich weiß auch, dass es Motoren gibt mit deutlich kürzeren Kabeln. Man braucht nicht 3 Kilometer Kabel dabei. Das muss nicht sein. Ja, es gibt Modelle, da ist es schön, da braucht man das, wenn man jetzt hier so ein Hypercar hat, wie die hier drüben.
Ja, da braucht man lange Kabel, aber nicht bei so einem Modell. Da kann ich hergehen und kann zwei Schienen fahren und eine Reihe machen mit 20 cm Kabel, eine mit 50 cm Kabel, von mir aus auch eine mit 3000 cm Kabel. Aber doch nicht so. Das ist scheiße. Die fliegen hier überall rum, man weiß nicht wohin damit. Vor allem den kriegt man dann hier im letzten Abschnitt noch den Hammer draufgesetzt. Das ist der Moment, wo man das Ding am liebsten auf den Tisch knallen würde und sagen würde, leckt mich am Arsch, macht euch Scheiße alleine. Weil dann kriegt man hier unten gesagt, man soll die Kabel so durchführen, dass hier neben die roten Noppen noch frei bleiben, dass dann noch was drauf gebaut werden kann. Das ist der Moment, wo man dann denkt und so ging es mir zumindest. Naja, gut. Ich baue jetzt Abschnitt 3 oder Abschnitt 10. Fertig. Und dann gucken wir mal, ob das Ding überhaupt noch was taugt. Ich meine, ihr habt es gesehen, der Mulking-Motor bleibt drin, definitiv. Der andere ist aufgeladen. Nachdem ich die Platine komplett zerlegt habe, hat er es jetzt irgendwie geschafft aufzuladen. Ich bin mir nicht sicher. So, das Stück ist fertig und es sieht innen drin aus wie ein Sandwich. Ehrlich, es ist traurig. Es ist wirklich dermaßen traurig, dass das Ding da innen drin lauter gelb und rot hat. Ehrlich, so bei manchen Sachen. Oh. Naja, egal. Also, wir haben ja zwei verschiedene Versionen jetzt von den Aufklebern dabei. Ich habe jetzt die. Den Adler drauf gemacht und die 102. Die russischen Sachen habe ich jetzt mal weggelassen. Wir kennen die Problematik aktuell. Brauche ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Und ja, ich sag mal Klemmkraft. Ne? Das sind schwarze Zweierachsen. Das ist das, was René jetzt schon angesprochen hat. Das ist unter aller Sau. Aber naja. Ich habe mich nochmal der Akkubox gewidmet und ich werde jetzt, wenn ich das nächste Modell ausgepackt habe, werde ich dann nochmal die Akkubox kontrollieren mit einer anderen Fernsteuerung, weil entweder hat die Akkubox eine weg oder die Fernsteuerung funktioniert nicht. Werde ich sehen? Schauen wir da mal. Ich habe noch ein großes Kader-Set hier liegen und da werde ich mich dann drin hinter drum kümmern. Ich habe die auseinandergenommen. Stilecht mit Akkuschrauber, wie sich das gehört. Ne? Ich habe ja nun mal keinen kleinen, nicht so einen kleinen Schraubenzieher hier da, um halt die Akkubox aufzumachen, sondern ich habe die Schrauben einfach rausgebohrt, wie sich das gehört. Ne? Schön groß daraus. Das musste ich jetzt sagen. Sonst haut mir René wieder auf den Mund, weil ich es nicht gemacht habe. Entschuldigung. Ihr wisst, ich habe jetzt den Mulking-Akku drin. Das macht jetzt auch nichts, weil der sollte trotzdem funktionieren. Wir müssen halt nur gucken, wir haben jetzt hier oben drauf einen kleinen Knopf, den wir drücken können, damit die Akkubox angeht. Hoffentlich, man sieht nämlich jetzt gar nichts, ob sie wirklich angegangen ist oder nicht. Hier, da, schon wieder, die Klemmkraft ist phänomenal. Jetzt müssen wir mal gucken, dass der wieder reingeht. So, dann schauen wir mal, was das Ding jetzt nur kann. Schauen wir mal. Okay, erst den Kanal drehen, damit das besser funktioniert. Das hat sich schon direkt gelohnt. Also, absolut. Ich hasse sowas. Kennt wahrscheinlich jeder Panzerfahrer, dass wenn man losfährt, die Kette abspringt. Das kann man nur hassen. Ja, nicht wundern, dass es nebendran kichert. Ne? Also, da sitzt noch jemand, die kichert sich einen Wolf gerade. Hallo. Die hat einen riesengroßen Karton vor sich stehen und hatte schon darüber gemeckert, dass sie da jetzt bauen soll, beziehungsweise in Zukunft bauen muss. Weil das Kolosseum von Molking haben wir ja auch noch hier liegen. Jetzt war meiner Frau war bisher noch nicht klar, wie viele Teile das sind und war ein bisschen überrascht, dass es das 18 Tüten sind. So, dann versuchen wir es nochmal. Das sieht besser aus. Eine atemberaubende Geschwindigkeit. Donnerwetter. Auf der Stelle drehen tut er sich schneller als er fährt. Sondern wollen wir mal gucken.
ab. Disco-Panzer. Ab geht die Luzi. Oh, also. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ehrlich? Ich glaube nicht. Das enthält sich jedem Kommentar. Also. Jetzt müssen sie nur noch in Highspeed schießen. Er traut sich nicht mehr. Er ist tot. Du hast ihn ausgelöscht. Ah! Also der Mikromotor braucht anscheinend einen Moment zum Abkühlen, weil er lässt sich dann nicht gleich wieder drücken, wenn ich den einen Moment länger laufen lassen habe. Ich habe dann Sorge, dass irgendwann vielleicht auch die Akkubox dabei abraucht. Nee. Also stinken tut nichts. Qualmen tut auch nichts. Das hätte von den Zahnrädern her andersrum sein müssen. Also definitiv. Aber ich sag dazu jetzt echt nichts mehr. Der Lachanfall war genug. Ja. Ein Amüsement war es auf jeden Fall. Wir haben gesehen, der Mikromotor tut seinen Dienst und damit kann das Ding jetzt auch definitiv in die Verwertung gehen. Der kommt nicht zu seinen Kameraden da drüben hin. Also garantiert nicht. Also mit dem Mikromotor kann man bestimmt noch einiges an Spaß haben. Also ich bin noch nicht schade drum. So schön war er jetzt nicht. Die Bautechniken, na gut. Ja, okay. Kann man drüber streiten. Die Klemmkraft, gerade was bei den kleineren Achsen angeht, ist unter aller Kanone. Aber das ist aktuell ja generell ein Problem von denen. Gerade was die schwarzen angeht. Die roten sollen ja ein wenig besseren Grip haben. Und achso, ich habe mir ausgemacht, ne? Miau! Jetzt ist der weg. Das ist übrigens der Knopf, um den Einschaltmechanismus hier oben zu betätigen. Sehr interessant gelöst. Und da sieht man auch, welche Farbvariationen da drin sind. Es ist innen drin ein Graus, das Ding. Wirklich. Aber naja, gut. Ich habe meinen Dachanfall gehabt. Ich habe mich jetzt darüber gefreut. Ich werde mich darüber freuen, das Ding zu zerlegen. Und ja. Das macht mich fertig. Das macht mich echt irre fertig. Vor allem, dass er wirklich so langsam fährt. Jetzt braucht die Akkubox erst einen Moment. Ich glaube, das ist so viel für die Box. Ich mache mir Sorgen. Ich mache es lieber auseinander. Bevor hier irgendwas passiert. Wenn der jetzt schon alleine losläuft und wenn man nur mal den Knopf gedrückt hält und ihr kriegt das Signal so spät, bin ich jetzt nicht so Fan von. Ich glaube, der übernachtet heute Nacht auch draußen. Bevor wirklich irgendwas passiert. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich es bis Dienstag schaffe, das andere Modell einzusprechen bzw. aufzunehmen, weil ich habe noch ein anderes auf dem Terminplan stehen. Ich musste aber jetzt was anderes zwischen reinschieben. Ich würde sagen, lasst euch überraschen, ob Dienstag was kommt oder nicht. Und wenn nicht, seid nicht traurig. Jetzt wird auf jeden Fall wieder was Großes. Wie gesagt, ich habe ja von gerade jetzt hier ein 3000 Teile Monster stehen. Das muss gebaut werden. Und da werden wir mal schauen. Und es, nein, es ist kein Hypercar. Ich habe es nicht so mit Hypercars. Das ist eher Renés Steckenpferd, nicht meins.
In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag da draußen. Frohes Klemmen und schafft was. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.